3 Stück, die euch zum bringen. Es hat ein bisschen länger gedauert, aber es geht weiter mit Teil 2 meiner Parfumsammlung. Und heute habe ich unter anderem meine allerliebsten Düfte hier mit dabei. Wir haben heute, nur heute, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Düfte dabei. Wir nehmen mal einen raus, den packe ich nämlich in das andere Video mit rein. Hat sich nämlich herausgestellt, dass ich eventuell, seitdem wir das letzte Video gedreht haben, vielleicht doch noch den 1, 2, 3, 4 oder 5 anderen Duft gekauft habe. Und die möchte ich natürlich mit reinnehmen, deswegen wird es auch noch ein Teil 3 geben. Aber ihr seht, das es ist meine Leidenschaft, von der viele vorher nicht wussten, dass es meine Leidenschaft ist, Parfums zu sammeln, Parfums auszuprobieren. Und heute habe ich wirklich die Düfte der Göttinnen und Götter für euch. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt Lust darauf. Das letzte Video hat richtig gefloppt, aber ist mir egal. Ich mache es trotzdem. Mir macht es nämlich Freude und die Leute, die sich dafür interessieren, dem macht's auch Freude. Wir starten heute mit einigen Düften, die ich schon recht lange habe. Unter anderem auch 2, die ich gar nicht mehr trage, weil ich sie irgendwie nicht mehr so gerne mag. Wir starten mit dem neuesten neuen Zugang und der ist vorgestern, für mich vorgestern erst dazugekommen. Und zwar ist es dieser neue Black Opium Duft. Das ist der in dem roten Flacon, zu dem gerade sehr viel Werbung auf Social Media läuft. Ich habe ihn mir bei Douglas am Hauptbahnhof gekauft und ich habe mich sofort in den verliebt. Ich war ein bisschen enttäuscht erst und dann war ich aber total verliebt. Die Werbung, die sie gemacht hatten dazu, waren offene Kirschen, Kaffeebohnen und ich glaube Tonka. Alles ist auch mit dabei, aber es fehlte noch eine kleine Note auf den Bildern oder die ist zumindest so ein bisschen untergegangen. Und das war dieses typische Opiumflorale. Ich beschreibe euch immer die Düfte ganz besonders und ich habe eine neue Art und Weise, wie ich die Düfte für euch beschreiben möchte. Weil mir hat das geholfen, ich habe darüber viel auf der Zugfahrt danach gedacht, wie ich die Düfte für euch beschreiben kann. Und damit nicht nur die Kirsche an uns vorbeiläuft, stellen wir uns einfach einen Raum vor und wir stehen in der Mitte und wir platzieren die Düfte in dem Raum so ein bisschen. Black Opium. Du stehst in der Mitte und das Erste, was vor dir an den Füßen ist, ist diese florale Note. Eine ganz feine, nicht zu... Es gibt, ich finde, oder ich habe oft das Problem, dass blumige Düfte recht schnell sehr günstig riechen. Absolut gar nicht. Das ist eine Blume, die wurde mit Geldwasser gegossen. Aber dann ist sofort, wenn diese Blume kurz weg ist, stehst du sofort vor dieser Kirsche, ist die Kirsche sofort vor dir. Und zwar 2 verschiedene Kirschen. Ich finde, die Kirsche von Tom Ford und von Kayali sind sehr, das sind so ein bisschen diese herben Kirschen, so eine eingelegte Amarena-Kirsche. Hier hast du einmal dieses fast schon säuerliche Frische der frischen Kirsche, wie als würdest du in diese Kirsche reinbeißen. Und dann kommt von hinten nochmal diese Amarena-Kirsche mit durch. Du riechst den Kaffee aber erst ein bisschen später. Das war nicht so intelligent. Ein ganz toller Duft. Sehr unisex würde ich ihn bezeichnen. Gefällt mir sehr gut. Ich habe mich jetzt für die kleine Größe entschieden. Dadurch, dass ich meiner Leidenschaft natürlich auch sehr viel nachgehe, brauche ich nicht die große Flasche. Hab mir die kleine gekauft und die gefällt mir sehr gut. Das ist so ein Duft für nachmittags, würde ich fast sagen. Nicht unbedingt für abends, dazu ist er mir nicht schwer genug. Und für tagsüber ist er vielleicht schon ein bisschen zu schwer. Eher so gegen 14 Uhr, 14:30 Uhr nach dem Kaffee. Sehr gut, das ist jetzt der neu mit dazugekommen ist. Und den hatte ich euch schon so ein bisschen vorgestellt. Das ist Elizabeth Arden, der Green Tea oder Green Tea Scent Spray. Toller Duft, sehr frisch. Ist so ein bisschen... frisch gewaschene Wäsche, sehr zitrisch. Also du siehst die Zitrone, nee, es ist keine Zitrone, es ist eher eine Limette. Die Limette rennt an dir vorbei, du stehst im Zentrum und unter dir ist ein Fluss mit frischem Moos, mit frischem Gras. Die Sonne scheint, das Wetter ist gut, du bist gut drauf, du bist richtig gut sauber. Du bist durch den Fluss geschwommen und bist sauber rausgekommen. Und denn in dem Fluss schwammen Limetten. Da schwamm so ein bisschen Baumwolle. So ein bisschen was Leichtes, was ganz Leichtes. Toller Duft. Hat nicht so eine lange Langlebigkeit. Ist mein Duft, den ich jetzt aktuell gerade nach der Dusche verwende. Apropos nach der Dusche. Es gibt nämlich noch einen anderen nach der Dusche. Und da habe ich neulich einen ganz fiesen Kommentar... Da habe ich das erzählt und viele kennen den Tatsache. Das ist Bulgari. Petit et Mamans. Für die Kleinen und für die Mamas. Dieser Duft, den gibt es seitdem ich lebe. Und seitdem trage ich den auch. Das ist ein Duft, ich glaube, der wurde extra gemacht für Kinder. Ich würde es heutzutage, würde ich das nicht mehr machen. In den 90ern war das in Ordnung. Du kannst es aber selber tragen. Das ist Puder. Das ist Babypuder pur. Ganz fein, nicht so... Das klingt falsch, ne? Aber ich glaube, viele werden wissen, was ich meine. Ein frisch gewaschenes Baby. Wenn du an den Haaren riechst, das riecht so ein bisschen süßlich, pudrig, einfach sauber. Am Ende des Tages kann ich einfach sagen, es riecht einfach nach Puder. Ein ganz, ganz toller Duft. Sehr sauber. Das ist so ein Duft, da würde ich mich gerne ausziehen, würde mich damit ansprühen und in einem Puderbad über Zuckerwatte nicht, weil es über Wolken tanzen. Dieser Duft, Petit et Maman, seit fast 30 Jahren trage ich diesen Duft und ich werde ihn wahrscheinlich auch Ewigkeiten tragen. Das ist auch so ein Duft, den packe ich mir mal gerne auf die Kleidung. Ich bin ja so eine Maus. Ich möchte ein sehr komplexes Dufterlebnis meinen Mitmenschen mitgeben. Und ich probiere die Düfte so ein bisschen aufzubauen. Wenn ich mir vorstelle, ich laufe durch eine Menschenmenge durch, möchte ich, dass die Menschen, bevor sie mich sehen, schon was riechen. Und wenn ich dann durchgehe, so verschiedene Stadien an Düften haben. Erst dieses, oh, wer ist er? Dann... oh, wow, er riecht aber gut. Und sobald ich durchgegangen bin, möchte ich, dass noch hinter mir noch so eine Duftwolke hinterherfliegt, die dann so schön in Erinnerung bleibt. Dieser Duft ist ein Traum. Ein ganz subtiles, sauberes Baby. Was nicht schreit. Es ist lieb. Es riecht nach, ein bisschen nach Engel. So stelle ich mir vor, dass Engel riechen. Und meine Mutter hat, ich weiß gar nicht, Mama, wenn du das siehst, bitte nicht kommentieren, aber sag's mir, damit ich es dann kommentieren kann. Wie sind wir auf diesen Duft aufmerksam geworden? Jetzt 3 Flops. Ah, das eine, da weiß ich nicht. Das hier. Das ist von ITHRA Dubai. Pistachio Musk. Erstmal finde ich die Farbe des Parfums zum Kotzen. Tut mir leid, widerlich. Das sieht aus wie Schrecks. Möchte ich jetzt so nicht sagen. Aber der Flakon ist unglaublich gut. Und ich finde das irgendwie trotzdem toll. Das ist ganz komisch. Es ist super tagesformabhängig. Es ist sehr speziell, sehr, sehr günstig gewesen. Das erste, was du riechst, ist Moschus. Ganz klarer Moschus. Und dann kommt irgendwann sowas leicht Nussiges raus. Das ist Moschus. Das ist... 24 Euro kostet der, ne? Das sind 100 Milliliter. Wie viel sind hier drin? 100 Milliliter. Der ist sehr... Es hat auch so ein bisschen was von Arganöl, wie ich finde. So ein bisschen was Zitrisches ist auch noch mit drin. Guter Duft. Ich kann den aber nicht jeden Tag riechen. Es ist ganz, ganz spannend. Es gibt den auch noch in anderen Versionen. Ich glaube, Cotton Candy, Mango und was weiß ich. Also viel mit... Pistazie, würde ich sagen, hat der nichts zu tun. Das ist so ein Grundlagenduft. Den würde ich auftragen und dann würde ich was sehr, sehr Süßliches vielleicht mit kombinieren, dass du dann so ein bisschen was anderes mit hast. Meiner Meinung nach nichts mit Pistazie, Flakon, großartig, 24 Euro. 24 Euro, sehr, sehr unisex. Ich würde ihn schon fast eher, das ist schon, oh, es ist ITHRA Dubai, ne? Ist ein bisschen was Orientalisches, ein bisschen schwer. Ist ein schwerer Duft. Und manchmal schlägt er so ein bisschen auf den Kopf. Ein Duft, apropos Pistazie, der einer meiner absoluten Lieblingsdüfte ever geworden ist. Und das hätte ich nicht gedacht. Kayali. Yum Pistachio Gelato. Ich hatte mir damals den kleinen geholt, weil ich ehrlich gesagt ein bisschen zu geizig war. Ne? Das ist schon ein bisschen teuer und für mich ist Kayali immer noch so ein Influencer-Parfum. Aber ist es nicht. Ist es gar nicht. Es ist ein Traum. Das riecht nach Sahne. Das riecht nach Pistazie. Haselnuss, es riecht wie ein Nachmittag in der Eisdiele. Und zwar so langanhaltend, so weich. Die Nuss, ein bisschen Vanille ist mit drin. Es riecht so, als würdest du mit deinem Gesicht einmal durch die gesamte Eistheke durchgehen. Süß. Süß, aber nicht klebrig süß, sondern lecker süß. Ich möchte mich da reinlegen. Ein sehr... trotzdem sauber. Ein Traum. Ich hätte das nicht gedacht, dass der mir so gut gefällt. Auch hier, die Pistazie kommt erst nach einer Weile raus, aber dann kommt sie raus. Haltbarkeit auf der Haut gut, auf den Klamotten exorbitant gut. Ganz, ganz toller Duft. Ich liebe die Farbe. Ich liebe das Design. Ich habe mir die große geholt. Marshmallow, Pistazie, Haselnuss, süßer Rum. Weiß ich nicht. Ich würde ihn eher so ein bisschen nach Asti. Kennt ihr noch Asti? So Cinzano Asti, dieser Sekt. So. Aber dann, ne, der Sekt, du hast ein Glas mit Asti. Drumherum sind Marshmallows, oben rauf ein bisschen Sahne, gesprenkelt mit Haselnuss. Ein bisschen Nutella. Ein bisschen Nutella, ganz weit entfernt. Love it. Kayali-Düfte, unglaublich gut. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe immer gedacht, dass das, weiß ich nicht, nicht so meins ist. Aber ist es, ist es. Zwei Düfte, wo ich recht schnell durchgehen möchte, weil ich sie, also den einen kann ich wirklich gar nicht mehr leiden und den anderen, der ist okay. Aber das ist ein Sommerduft. Louis Vuitton. Sind wieder befüllbar, übertrieben teuer für das, was sie sind. Einmal Meteor. Das ist ein Männerduft. Das ist so dieser klassische Männerduft, der, wenn du mir die Augen verbinden würdest und mir den unter die Nase halten würdest, könnte ich dir nicht sagen, ob es Adidas oder ob es Louis Vuitton ist. So ein Duft. Kennt ihr dieses Adidas Duschgel? Jeder von euren Männern oder euren Söhnen oder euren Geschwistern hat dieses 17-in-1 Duschgel. Genauso riecht das. Kannst du deine Felgen mitwaschen, deine Beine, alles zwischen den Beinen und dem Oberkörper, kannst du alles mitwaschen und auch noch deine Haare und dir das Gesicht, die Zähne mitputzen. Das ist ein Duft. Der hält sehr, 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 sehr gut. Länger als so ein Adidas-Duft. Erinnert mich aber leider einfach zu stark an so ein billiges Action-Parfüm. Nee, aber ich habe ihn damals gekauft, weil ich... Der riecht ja nicht schlecht. Ne? Das ist das Problem. Es riecht ja nicht schlecht. Aber über die Jahre hat sich mein Dufterlebnis oder das, was ich mir wünsche, einfach komplett verändert. Und das ist mir einfach zu sportlich, zu maskulin, zu Buxtehude Umkleidekabine 1. FC. Auf der anderen Seite haben wir California Dream. Und der ist sehr komplex. Du hast einmal auch wieder diese sportliche, aber sehr zitrisch. Wisst ihr was? Das riecht sehr, sehr ähnlich zu diesem hier. Ein bisschen sportlicher, ein bisschen männlicher, nicht ganz so sauber, sondern du warst gerade duschen und bist dann einmal über die Wiese gerannt. Ist ein, nur im Sommer. Leicht zitrisch, leicht aquatisch. Du sitzt an der Amalfi-Küste. Geht auch so ein bisschen in die Tom Ford, Amalfi, die Portofino, dieser blaue Ding da. Ist gut, aber ich tue mich damit schwer, die zu tragen. Ganz, 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 ganz komisch, weil meistens, wenn ich sie trage, dann sind mir die nach 2 Stunden so ein bisschen drüber, weil dann, das ist mir nicht komplex genug, da freue ich mich nicht, wenn ich mich rieche. Das sind saubere Düfte, das sind Düfte, die ich tragen würde, wenn ich weiß, jemand ist geruchsempfindlich um mich herum, wenn ich, weiß ich nicht, lange neben einer fremden Person im Theater sitzen würde. 1, 2 Sprüher ist nicht so aufdringlich. Würde ich mir Tatsache aber einfach nicht mehr wieder kaufen, die Louis Vuitton Düfte, weil es dafür auch natürlich gute Nachbarn gibt, die ähnlich performen und deutlich günstiger sind. Und jetzt, Freunde, passt auf. Wir haben noch einen Kayali-Duft, den gebe ich euch noch gerne mit. Das ist Vanilla Royale. Vanilla Sur Absolut, goldener Rum, Creme Brûlée, Brown Sugar, Royal Oud, Sugar Patchouli. Sie trifft es auf den Nagel mit den Duftbeschreibungen. Das ist Vanille, Rum und Oud. Sehr schon fast so ein bisschen sehr udig für das, was ich damals gedacht hatte. Ich dachte, das ist eine Alternative vielleicht zu Billie Eilish oder dem St. Barth Duft. Trage ich sehr, sehr gerne. Leider, ach doch, krass, warte mal, ich kann jetzt durchgucken. Er ist bis hier ungefähr leer. Du brauchst nicht viel. Was so krass bei diesen Kayali-Düften ist, die sind sehr, sehr, die kleben an dir, die lassen dich nicht mehr los. Und selbst wenn du geduscht hast, riechst du noch nach Mona Katan. Sehr, es ist blumig. Das ist das Patchouli, ne? Es ist die Patchouli, die durch den braunen Zucker durchgezogen ist und dann in das Rumeimerchen geworfen wurde. Sehr schwer, sehr, sehr sexy, sehr aufmerksamkeitserregend. Trage ich sehr gerne als schweres Pendant zu einem sehr süßlichen Duft. Beispielsweise kann ich mir den sehr gut vorstellen, in Kombination mit Black Opium. Wobei der schon fast wieder übertrumpfend ist. Was hierbei ganz spannend ist, der hat eine sehr hohe Konzentration an Parfümöl mit dabei, denn auf der Haut siehst du dann so wie so ein, fast wie so einen öligen Film, deswegen hält der so lange. Der hält auch das Duschen aus. Oh ja, tolle Kombination. Ja, also Kayali-Düfte kenne ich keinen, der mir nicht gefällt bis jetzt. Aber jetzt, Freunde, 3 Stück, die euch zum bringen. Nummer 1, Fenty. Rihanna. Rihanna, wenn du das siehst, ich bin immer sehr sauer gewesen, dass du keine Musik mehr gemacht hast. Sehr. Aber wenn sowas bei rumkommt, brauchst du nicht. Du brauchst es nicht. Das ist das Fenty Parfüm. Ich habe mir das damals gekauft und ich habe sehr, sehr lange drauf gewartet. Es war immer ausverkauft und ich verstehe auch warum. So stelle ich mir vor, riecht Rihanna und so riecht Beyoncé. Rose, bulgarische Rose, Zedernholz, Weihrauch. Das riecht nach Geld. Aber nicht nach den Gelddüften, die wir sonst hatten, sondern nach Celebrity. Stellt euch vor, so riecht Rihanna. Und Rihanna riecht so. Aber wenn ihr euch vorstellt, wie Rihanna riecht, dann ist das hier. Ein sehr, sehr schöner Duft. Sehr feminin. Sehr abends. Wobei tagsüber, wenn du willst, dass Leute sich den Kopf nach dir umdrehen. Ich weiß es nicht. Der ist so komplex, dieser Duft, dass ich ihn kaum beschreiben kann. Ich muss nach den Noten schauen, weil das ist... Da ist so viel drin, da geht so viel in deiner Nase ab. Magnolie, Moschus, Tangerine ist so eine orange, bulgarische Rose. Und das Spannende hier drin ist, ich habe es noch nicht ganz verstanden, wie sie das gemacht haben, ist, sie sagen, dass es nur aus Mittelnoten besteht. Und das, ja doch, das ist schon krass, weil ich verstehe, also ich kann es nachvollziehen, wenn du von Kopfnoten, Basisnoten, Herznoten gehst, die verändern sich ja über den Tag. Hier verändert sich nichts. Es riecht den ganzen Tag gleich und das finde ich sehr, sehr gut. Sie sagt, den hat sie sich selbst gemacht, den Duft, und hat ihn dann geteilt. Sehr, sehr sexy. Oh, ich weiß es nicht. Ich traue mich manchmal, den nicht zu tragen. Ist ganz verrückt, weil manchmal habe ich das Gefühl, der Duft trägt mich. So ein Duft ist das. Du musst da sein. Sehr lang anhaltend, vor allen Dingen auf den Klamotten. Toller Duft. Bereue ich nicht. Das war halt ein Blindkauf, ne? Ich habe ihn damals gekauft, da gab es den noch nicht in Deutschland. Ich musste ihn aus Amerika über 70.000 Containerschiffe durchbubbeln. Habe ihn bekommen und finde ihn sehr, sehr gut. Mittlerweile gibt es ihn auch bei Sephora. Und jetzt, Freunde, passt auf. Zwei Düfte, die mir den Atem rauben. Und wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist sehr nischig, ist eine sehr neue Marke. Eine sehr neue Marke, ich glaube 2019 erst gegründet worden, aber auch sehr bekannt. Und zwar BDK, Parfums Paris. Ein sehr, sehr junger Parfümeur ist es. Ich habe mich sehr viel damit beschäftigt. Nummer 1, das war mein erster Duft, den ich gekauft habe. Ich meine auch in Karlsruhe. Das ist Rouge Smoking. Das ist mein Signature-Duft geworden. Bis zu dem anderen. Sehr, also du riechst, erst riecht so ein bisschen süßlich, aber das ist so ein Duft, in den verliebst du dich. Rosa Pfeffer, der verändert sich sehr stark über den Tag. Kirsche, aber hier ist es wieder die Amarena. Nein, davon. Das ist so ein bisschen wie, kennt ihr diese, beim Zahnarzt, warum auch immer beim Zahnarzt oder beim Kinderarzt, gab es immer diese Kirschbonbons. Das hier, das Kirschbonbon. Wir haben rosa Pfefferkörner, die kommen aber erst, finde ich, recht spät raus, und Bergamott. Schwarze Vanille Absolut und Heliotrop. Heliotrop finde ich ganz spannend, weil ich das immer anders eingeschätzt habe, aber es riechst du nicht wirklich. Und dann Ambroxan, Kaschmiran, Tonkabohne, Labdanum und weißer Moschus. Ich finde, er wirkt in der Beschreibung recht floral. Es ist ein absolutes Meisterwerk. Es ist... wenn ihr euch daran erinnert, wie ich über Vanilla West Indies gesprochen habe, mach da nochmal eine doppelte Portion rauf. Dieser Duft ist mein Duft. Ich trage diesen Duft fast jeden Tag, immer wenn ich unterwegs bin. Der ist nämlich nicht so aufdringlich. Es gibt ja so, manchmal gibt es da Tage, da möchte ich aufdringlich riechen, da möchte ich, dass du denkst, oh, was ist mit ihm los? Das ist ein Duft, der ist da, jemand riecht dich und denkt, er war gerade duschen. Er hat gerade die Bergamotte, das Ambroxan, er hat gerade den Kirschakkord aus Italien mitgebracht. Ein toller Duft. Und der hat mich auch so ein bisschen Richtung Tonkabohne gebracht, weil ich unter Tonka ehrlich gesagt nie sowas kannte. Ich kannte das nur aus der Küche und habe auch schon oft damit gekocht, aber hatte nie so ein Duftbild im Kopf. BDK, die sind teuer, 190 €, aber meiner Meinung nach ihr Geld wert. Also wenn ich alle Düfte wegschmeißen müsste, außer 3, wären 2 davon BDK-Düfte. Denn ich habe neulich einen Blindkauf gemacht. Und ich war überrascht. Weil ich was mit anderem gerechnet habe und ich ihn mir nicht so gut hätte vorstellen können. Und das ist Velvet Tonka. Kommt in dieser goldenen Flasche. Schaut mal, wie viel ich schon davon benutzt habe. Das ist fast 100% Tonkabohne. Mandel. Also was ganz spannend ist bei den BDK-Parfums ist, dass die sehr viel mit Konzentraten arbeiten, mit diesen synthetischen, komponierten Kompositionen. Ne? Rosenabsolü, Tabakabsolü, das riecht man, aber nicht das Tabak von Tom Ford. Bei Tom Ford ist das Tabak sehr stark kombiniert mit so einem schweren Moschusduft oder mit so einem Zedernholzduft. Das ist Tonkabohne und Vanille. Und das ist so der Hauptteil, wie ich finde. Sehr unisex. Toll zum Kombinieren, aber auch toll für alleine. Es schießt sofort die Mandel rein. Ähnlich wie bei dem Vanilla SE von Tom Ford. Sofort Amaretto, aber nicht so, als hättest du an der Amaretto-Flasche getrunken, sondern die Amaretto-Flasche steht einfach nur neben dir und sie verdampft gerade. Mandel, Tonkabohne, Vanille und dann angeblich auch noch Amyrisholz, Amber. Amber, finde ich, passt da schon ganz gut mit rein. Ein sehr... Das ist ein Duft Weihnachten. Weihnachten. Den trage ich Weihnachten. Das ist auch ein Duft, den überlege ich sogar an der Hochzeit zu tragen. Boah, atemberaubend. Wenn ihr die Chance habt, gerade bei 190 €, ist blind kaufen mutig. Geht in einen Laden. Bräuninger hat sie online. Ich weiß nicht, ob sie die auch im Laden haben. Ich weiß, dass diese sehr nischigen Parfümerien sie im Laden haben. Sehr, 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 sehr gut. Tonka, Vanille, Holz ist meins. Es ist meins. Und jeder Duft, der so ist, wird mir gefallen. Das waren jetzt Düfte, die sehr speziell sind, die du entweder liebst oder du hasst sie, glaube ich. Aber das sind meine Signature-Düfte gewesen. Die lassen dich wirklich... Die bringen dich in Stimmung. Ganz, 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 ganz toll. Wir haben noch einen dritten Teil, ihr süßen Mäuser. Ich weiß noch nicht, wann der kommt, aber aktiviert die Glocke und abonniert den Kanal, damit ihr das nicht verpasst. Ich verlinke euch alle Düfte unten. Klickt euch da mal gerne durch. Schaut euch auch gerne Parfum-Reviews von Parfum-Influencern an. Ich bin kein Parfum-Influencer. Ich liebe nur Parfums. Ich weiß, dass ihr euch drüber freut, wenn ich euch die Düfte beschreibe. Fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.